Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute, wie ihr es habt ihr schon lesen können, mache ich den Champions League Talk. Gestern, also am Mittwoch, sind die letzten zwei deutschen Champions League Spiele vorbei gewesen oder zu Ende gegangen. Deswegen kann ich heute den Champions League Talk machen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit der ersten Partie. Aber davor, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert auch meinen Kanal, weil ich sehe bei ganz vielen, die meinen Kanal gucken, haben noch nicht abonniert. Also wenn es bei euch noch rot leuchtet, dann abonniert diesen Kanal und folgt mir auch gerne auf Instagram. Link ist zu meinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, es geht direkt los, weil es war ein sehr spannender Spieltag. Legen wir los mit Bayern, Atletico Madrid gegen Bayern. Ihr habt jetzt nicht diesen Widescreen gesehen, weil das habe ich weggemacht. Wir haben es 6:30 jetzt und das würde zu lange dauern. Ich werde um 8:45 fertig mit Schneiden erst. Also ich brauche 1,5 Stunden, um zu schneiden, nur das Video. Und da muss ich auch sagen, dass ich möchte auch noch einen normalen Arm haben, weil ich bin das um 5:45, 5:30 hier daheim gewesen. Deswegen steht das jetzt alles hier oben. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. Meine Schwester randaliert wieder. Also, was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Eine sehr wichtige Sache. Bayern München hat nach 15 Champions League Siegen hintereinander keinen Dreier eingefahren. Tatsächlich. Also, es hat sie mal jemand stoppen können. In der Liga ist es ja schon passiert. Da hat es Werder Bremen gemacht und auch Hoffenheim davor. Ja, Hoffenheim, Hertha nicht. Hoffenheim, glaube ich. Nee, Hertha. Hertha oder Hoffenheim, einer von denen. Hat es davor schon geschafft vor Bremen, aber Bremen auch. Und ja, also Bayern München, 15 Siege in Folge in der Champions League und dann keinen Dreier. Aber sie haben 16 Spiele hintereinander, immerhin einen Punkt geholt mindestens. Weiter Spiel ist 1:1 ausgegangen. Joao Felix brachte die Madrilen in der 26. Minute in Führung nach einer Ecke war das. Ja, und Bayern München hat dann sehr lange gebraucht. Ich glaube, die sind auch nur mit der zweiten oder dritten Mannschaft, eher zweiten Mannschaft, glaube ich, aufgetreten. Weil Sven Ulreich war am Tor, kein Lewandowski, kein Manuel Neuer. Die schonen sich alle für das Topspiel jetzt am Samstag gegen RB Leipzig. Und deswegen war es jetzt auch nicht so eine richtig krasse Leistung. Aber sie war gut genug, um in der 86. Minute einen Elfmeter zu bekommen. Und am Ende hat Müller den Elfmeter verwandelt zum 1:1. Ich muss sagen, ich bin kein riesen Bayern-Fan, bis gar keiner mehr. Und deswegen muss ich sagen, das 1:1 hochverdient, es hätte aber mehr sein können, beziehungsweise auch schon fast wieder müssen. Ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem weiter mit dem Spiel Nummer 2. Spiel Nummer 2, seht ihr wieder hier oben, ist Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand. Und ja, ein richtig, richtig tolles Spiel an diesem Dienstagabend um 18:55, nee, um 21 Uhr. Ich dachte, ich habe wieder Nasenbluten. Nee, also 21 Uhr haben die auch gespielt. Also, es war ein Hammer Spiel. Am Ende leider aus deutscher Sicht nicht so gut, weil Gladbach am Ende 2:3 verloren hat. Aber ja, man muss sagen, es war trotzdem gut. Sie konnten nur einen nicht stoppen, nämlich Lukaku. Der hat es geschafft, 2 Tore zu machen. In der 17. Minute ging Mailand schon durch Matteo Darmian heißt er, glaube ich, in Führung. Player brachte aber die Borussia wieder der 45. plus 1. In der 46. Minute brachte Player die Gladbacher wieder ran und 1:1 stand dann zur Halbzeit. Dann kam aber die 10 Minuten von Lukaku, nämlich er schoss in der 64. das 2:1 und in der 73. das 3:1 für Inter Mailand. Ja, am Ende konnte Alassane Player heißt er, nur noch das 2-3 machen. Heißt,
zum Sieg oder zum Unentschieden hat es nicht gereicht, aber am Ende haben sie trotzdem sau gute Chancen, um weiterzukommen. Dazu aber ganz zum Schluss mehr. Kommen wir jetzt zum aufregendsten, zum spannendsten, zum adrenalinreichesten Spiel an diesem Champions League Spieltag, nämlich Istanbul Başakşehir gegen RB Leipzig. Was ein Hammerspiel, was ein nerventreibendes Spiel für die Fans, für die Zuschauer, Zuhörer, sind ja Fans, für die Trainer, für die Spieler, für die Verantwortlichen, für alle, die da dieses Spiel gesehen haben. Ganz kurz. Jetzt. Die dieses Spiel gesehen haben, war es ein Hammerspiel. Ein brutal anstrengendes Spiel auch. Und ja, was soll man sagen? Am Ende hatte RB Leipzig zum Glück, aus deutscher Sicht auch für mich zum Glück, den längeren Atem, nämlich hat Sørloth den ersten Treffer für RB Leipzig gemacht und das war gleichzeitig der Siegtreffer. Und es hat Leipzig in dem Sinn geholfen, dass sie nächste Woche mit ganz viel Können und auch ein bisschen Glück auf dem anderen Platz können sie nächste Woche ins Achtelfinale ziehen. Zum zweiten Mal hintereinander können sie ins Achtelfinale der Champions League ziehen. Leipziger lagen mit 2-0 in der ersten Halbzeit vorne und kurz vor Halbzeit hat dann, muss kurz nach dem Namen gucken. Ich habe mir das aufgeschrieben, aber ich finde den nicht. Ja. Hier. Kabeci oder so. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Hat dann noch den 2-1 Treffer gemacht, kurz vor der Halbzeit. Aber so spannend, wie es in der ersten war, war es noch lange nicht in der zweiten Halbzeit. Da kamen ja die nächsten 45 plus x Minuten kamen ja noch. Das war ja das ultra spannende. Man wusste nie, was in diesem Spiel passiert. RB Leipzig hat kurz nach der Pause, ich glaube 64. war das auch, hat dann den 3-1 Treffer gemacht. Eigentlich muss man sagen, es war ein sicherer Sieg nach diesem Treffer. Es war ein sicherer Sieg. Aber sie haben es nicht geschafft, nämlich in der, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf jeden Fall hat dann Kavici ein wunderschönes Freistoßtor geschossen und ein weiteres Distanztor aus der Distanz hat einen Hattrick gemacht und es waren drei wunderschöne Tore, muss ich sagen. Und dann kam die 92. Minute, eine brutale Schlussphase in Istanbul. RB Leipzig bekommt einen Freistoß. Emil Forsberg hämmert den wunderschön über die Mauer. Yusuf Poulsen köpft ihn an die Querlatte. Der Ball kommt zurück ins Spiel und am Ende macht Sørloth tatsächlich den 4-3 Siegtreffer für RB Leipzig. Also mehr Spannung kann so ein Spiel nicht haben. Am Ende muss man sagen, es war ein hochverdienter Sieg. Und ganz ehrlich, Leipzig hätte sich die Kräfte für Samstag sparen können. Aber na gut, Fußball schreibt die eigenen Geschichten, vor allem Pokale, ganz besonders Pokale, machen ihre eigenen Gesetze. Und somit geht der Sieg trotzdem am Ende in Ordnung. Ich sage Glückwunsch an RB Leipzig. Und ja, machen wir jetzt weiter mit dem letzten deutschen Spiel. Und dann geht's zur Tabelle. Borussia Dortmund, sage ich jetzt schon, wie zu FC Bayern München, vorzeitig schon Glückwunsch zum Weiterkommen ins Achtelfinale der UEFA Champions League. Bayern kann nicht mal mehr Zweiter werden. Die können am Ende, glaube ich, mit 3 Punkten Vorsprung oder mit 2 Punkten Vorsprung Erster sein. Die sind safe Erster, als Erster auch weiter in der Gruppe A. Borussia Dortmund steht auch schon sicher nach dem 1-1 gegen Lazio Rom im Champions League Achtelfinale. Sie können nur noch Zweiter werden. Dazu müsste Rom, Lazio Rom verlieren und dann wiederum, ich weiß nicht, wer noch in der Gruppe ist, müsste dann gewinnen. Aber aus solcher Sicht, zum Glück ist die zweite deutsche Mannschaft schon weiter. Ich denke, Gladbach kommt auch safe weiter.
nächste Woche. Aber ja, 1:1, machen wir weiter mit dem Dortmund-Spiel nämlich. 1:1 ging es am Ende aus. Es ging auch ohne Haaland. Der ist ja, ich will keine Fake News jetzt verteilen, aber ich glaube, der ist nur verletzt. Ja, ich glaube, der ist nur verletzt und so. Deswegen hat ihn Favre daheim gelassen. Und setzt ihn wahrscheinlich dann nächste Woche ein oder jetzt schon am Samstag. Aber ja, also Dortmund schafft es auch ohne Haaland zu gewinnen, nämlich, oder ja, das Unentschieden zu holen. Nämlich nach einem 1:0 Rückstand schafft es der BVB noch ein 1:1 rauszuholen am Ende. Und es reicht ihnen auch zum Weiterkommen in der Champions League. Hummels verletzt sich da noch kurz vor Schluss, das ist natürlich sehr bitter. Und ich muss sagen, ja, Glückwunsch an dieser Stelle an Dortmund von mir. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Schluss nämlich nochmal an die Tabellen. So, jetzt kommen wir mal zu den Tabellen. Und zwar muss ich dafür meinen Zettel runternehmen. Achtung, ich weiß nicht, wie der Ton jetzt ist. So, ich hebe das mal so wenig wie möglich bewegen. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen vorlesen. Also, FC Bayern München ist... Also, FC Bayern München ist auf Platz 1 in Gruppe A. Geht nur noch darum, wer hinter ihm Zweiter wird, weil um mehr geht es in dieser Gruppe A wirklich nicht mehr. Dann geht's weiter mit Gruppe B. Da ist Borussia Mönchengladbach im Moment mit 8 Punkten vorne, vor Donetsk, Madrid und Mailand. Mailand hat aber am wenigsten bis gar keine Chance mehr. Gladbach mit 8 Punkten, dahinter Donetsk und Madrid punktgleich mit 7 Punkten und Donetsk hat 5 Punkte. Das heißt, es müsste schon viel schief gehen, dass Mailand da noch in der Champions League weiterkommt. Maximal Europa League und ja, zum Schluss kommen wir zur. Nicht zum Schluss, sondern als nächstes kommen wir zur Gruppe von Borussia Dortmund. Gruppe F. Es ist sehr knapp, aber Dortmund hat es geschafft. Sie sind weiter. Sie können am Ende nur noch Zweiter werden. Kommt drauf an, was nächste Woche passiert mit Rom. Und mir fällt der Name wieder nicht ein. Ich habe es gerade geguckt. Keine Ahnung. Sie sind mit. Ich weiß, es sind mit. Sind die mit Rotterdam. Mit Belgrad in der Gruppe? Ich glaube Belgrad oder so. Rom? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie können nur noch Zweiter werden. Ist ja schon mal eine gute Sicht aus deutscher Sicht. Ja, und dann kommen wir zur spannendsten Gruppe in der gesamten Champions League. Diese Saison jetzt im Moment eine Gruppenphase. Nicht nur von Deutsch, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch aus Paris, aus Frankreichs Sicht, aus engländischer Sicht. Generell, es ist die spannendste Gruppe, nämlich jetzt gut zuhören, oder nicht gut zuhören, sondern extrem krass, was da abgeht. Nämlich Manchester United, Paris Saint-Germain und RB Leipzig auf Platz 1 bis 3 mit jeweils 9 Punkten. Istanbul Başakşehir ist abgeschlagen mit, wie viel haben die? Haben die aufgeschrieben, ich glaube, 5 Punkte oder so. 3 Punkte. 3 Punkte haben die. Das heißt, die können nicht mal mehr in die Europa League. Es geht nur noch darum, wer nächste Woche den Champions, die Champions League Achtel, das Champions League Achtelfinale sicher in der Tasche hat. Wer sich das Ticket dafür holt. Und ja, sonst habe ich nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn das so ist. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wartet. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier könnt ihr zum Bundesliga-Talk von Dienstag und hier Homeroad zum neuen Homeroad. Nächste Woche kommt ein neues Video da unten hin. Ich will jede Woche jetzt ein neues Video machen da unten. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.